begrüßen wir Damen und Herren aus Dessau-Roßlau. Seien Sie recht herzlich willkommen. Für die CDU-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Borg. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, laut Koalitionsvereinbarung gehört der weitere Ausbau des gemeinsamen Unterrichts zu den bildungspolitischen Schwerpunkten der Koalition. Als Bildungspolitikerin, die gleichzeitig die Funktion der behindertenpolitischen Sprecherin innehat, bekenne ich mich ebenso wie die CDU-Fraktion und auch alle anderen Fraktionen dieses Hohen Hauses uneingeschränkt zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, auch und gerade im schulischen Bereich. Deshalb begrüße ich, dass in einer Arbeitsgruppe Empfehlungen für die Weiterentwicklung des gemeinsamen Unterrichts im Land Sachsen-Anhalt erarbeitet worden sind, geradezu druckfrisch, kann man sagen, die nun die Grundlage für die Fortschreibung des Konzeptes bilden sollen. Die Arbeitsgruppe hat sich aus ganz unterschiedlichen Vertretern aus der schulfachlichen Ebene und am Prozess beteiligter Verbände zusammengesetzt. Der Minister benannte einige davon, die alle, so hoffe ich, immer das Wohl des jeweiligen Kindes mit seiner besonderen Lebenssituation im Blick hatten und auch weiter haben werden. Es wird nun die Aufgabe des Parlaments, insbesondere der Ausschüsse Bildung und Kultur sowie Arbeit und Soziales sein, diese Vorschläge zu diskutieren, wie es in unserem Änderungsantrag unter Punkt 3 ausgeführt ist. Die Beteiligung beider Ausschüsse, werte Kolleginnen und Kollegen, halte ich für außerordentlich wichtig, denn wir werden uns dringend unter anderem auch mit der Definition von Behinderung und von sonderpädagogischem Förderbedarf beschäftigen müssen, um jeweils die für das Kind angemessene Form der Beschulung gestalten zu können. Unser Antrag benennt eine Vielzahl von zu berücksichtigenden Punkten und verweist damit auch auf die Bedeutung des zukünftigen Landesaktionsplanes, der ja die Notwendigkeit der Querschnittsaufgabe bei der Bewältigung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention deutlich macht. Oder deutlich machen soll, er ist ja noch nicht ganz fertig. Eine breite parlamentarische und öffentliche Diskussion der vorgelegten Empfehlungen zum gemeinsamen Unterricht erscheint mir angesichts der Ängste, die es zum Teil in der Bevölkerung und auch bei manchen Lehrerinnen und Lehrern immer noch geben mag, dringend notwendig. Nur mit der nötigen Akzeptanz in unserer Gesellschaft, der Minister wies auch schon darauf hin, und in der Lehrer- bzw. Elternschaft sowie mit einer ressourcenübergreifenden Kraftanstrengung kann das Konzept, das die Landesregierung zur Weiterentwicklung des gemeinsamen Unterrichts erstellen soll, gelingen. Lassen Sie uns also in aller Ernsthaftigkeit, werte Kolleginnen und Kollegen, die vor uns liegende Aufgabe angehen. Das Spektrum an Kindern, für die wir verantwortlich sind, reicht von Kindern im Rollstuhl mit wachem Geist bis zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, die oft durch äußerst schwierige Familienverhältnisse verursacht werden. Ich zitiere aus der Koalitionsvereinbarung von CDU und SPD: Die Schülerinnen und Schüler sollen bei Respektierung des Elternwillens nur dann in Förderschulen überwiesen werden, wenn eine integrative Förderung im gemeinsamen Unterricht nicht realisiert werden kann. Das ist ein gutes Ziel. Daher bitte ich um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Im Übrigen sollte in diesem Hohen Hause das Wort Restschule möglichst keine weitere Verwendung finden. Danke. Danke sehr. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht die